eine Situation, wie sie so vermutlich bei einem Auftritt der englischen Königin nicht möglich wäre. Da kommt Joachim Gauck und wir hören mal rein. So, also das ist ein heftiges Vokabular. Ja. Da fällt dir erstmal nichts mehr dazu ein. Dem Kabarettisten möglicherweise schon. Wie schauen Sie da drauf, Herr Jonas? Darf das sein? Muss das sein? Volksverräter, Lügenpack, Stinker, verpisst euch. Ist das alles noch sozusagen demokratisch abgesegnet, ja? Ja, da war ein Niveau. Also das Niveau war da, ja. Ja, stimmt. Nur woanders halt. Ja, aber jetzt, das gehört vermutlich auch zu Deutschland jetzt, ja. Also ich bin der Meinung, dass grundsätzlich, wenn die ihre Meinung äußern, die Frage ist, wie sie sie geäußert haben, was sie sagen, dass man das von vornherein so lenken soll, dass die gar nicht mehr vorkommen. Dass die gar nicht mehr voneinander treffen, dass also eine Störung gar nicht mehr möglich ist. Da bin ich skeptisch. Das ist doch schön. Die haben auch alle gelacht. Der Gauck hat gelacht. Die haben gewunken. Also die haben das ja nicht so... Norbert Lammert, der Bundestagspräsident, hat auch häufig gewunken. Die waren nicht so, sagen wir mal, verstört oder betroffen, wie Sie gerade das geschildert haben. Also grundsätzlich würde ich sagen, kann man das zulassen. Ich weiß nicht, wie viel es waren, aber man kann ja von diesen paar Leuten, sollen es 1000 gewesen sein, nicht auf dieses ganze Geschehen in dieser Demokratie schließen. Ja. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es seit, also ich muss ehrlich sagen, seit dieser, weil wir jetzt die Einheit gefeiert haben, habe ich schon manchmal den Eindruck, dass Demokratie vielleicht nicht für alle geeignet ist. Es gibt vielleicht auch, sagen wir mal, das Volk, man sagt ja in der Demokratie, die Staatsform, das Volk hat da so viele Möglichkeiten, ja, aber leider ist das Volk halt auch manchmal das Problem, ja, weil es gibt halt auch viele Deppen im Volk, ja. Und deshalb, ich glaube, es gibt keinen anderen Bereich, wo wir mehr Deppen finden wie im Volk. Und das sollte man bei solchen Veranstaltungen vielleicht mitbedenken und reflektieren. Um es nochmal klarzustellen, natürlich ist es, hat es überhaupt kein Niveau. Auch dieser Protest, dass die Leute emotional Lügner, Lügenpack schreien, da kann man sich nicht drauf einlassen. Ja? Das ist schon richtig. Aber was wollen wir denn machen? Soll die Polizei vorher sagen, nein, du darfst es nicht sagen, die alle wegschicken? Das würde, glaube ich, zur Folge haben, dass die Leute noch mehr genau in der gleichen Art und Weise anfangen zu schreien und zu protestieren. Also das, glaube ich, ist der falsche Weg zu sagen, also ihr dürft heute da nicht hingehen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ne? Ich merke auch aus den Erklärungsversuchen, die Sie gerade gebracht haben und auch aus dem, was du gerade gesagt hast, es ist eine gewisse Erklärungsnot da, dass man junge Leute fragen kann, sag mal, was ist mit euch los? Fängst du irgendwann mal das Denken an? Warum bist du so? Wieso denkst du so? Warum nimmst du die Chancen nicht wahr? Das sind alles Überlegungen, die uns jetzt hier eigentlich nicht richtig weiterhelfen. Also ich habe auch keine Erklärung dafür, warum es dort gerade in Dresden so massiv war. Wie viel waren es denn gestern? Demonstranten? Ja. Also schon Hunderte jeweils an der Frauenkirche und an der Semperoper und bei der Pegida-Abschlusskundgebung schätze ich doch deutlich über 1000. Über 1000? Mhm. Ja, also ich finde, ich sehe den Bericht zum Beispiel im Fernsehen, gestern Abend habe ich ARD geguckt und dann wurde das so zusammengeschnitten. Du siehst einmal kurz diese Bilder, die wir gerade gesehen haben, dann siehst du die Merkel, wie sie ein Statement abgibt, dann sieht man die Frau Roth, wie sie versucht, ein Gespräch anzufangen, in Kommunikation zu kommen. Man sieht diese Bilder, die etwas bizarr, absurd wirken. Dann war Einheitsfeier, kurz ein Schnitt in die Semperoper. Also so richtig informiert habe ich mich darüber jetzt, ehrlich gesagt, nicht gefühlt, nachdem ich den Bericht gesehen habe. Aber das Fernsehen spitzt es so zu, dass du das Gefühl hast, boah, da wackelt jetzt die Republik. Mensch, was war da los? Und jetzt höre ich ein paar hundert Leute. Müssen wir das wirklich so groß machen? Das tun wir ja gar nicht. Wir reden ja auch darüber, dass das alles zulässig ist. Aber der Punkt ist doch, und das ist auch doch der Befund von vielen, und das, ich sag mal, wenn es da jetzt ein paar hundert oder tausend waren, aber das, was dort, was gesellschaftlich gerade passiert, also dass eine Kraft wie zum Beispiel die AfD plötzlich auch auf solche Flughöhe kommt und sich bundesweit so etabliert, deswegen ist es auch mal so lustig, wenn die dann über die etablierten Parteien schimpfen, die sind selbst längst eine etablierte Partei, da ist ja was in Bewegung geraten. Ist das der Totalschaden der Demokratie, von dem du sprichst?
Wie definierst du das? Ich muss jetzt aufpassen, weil das letzte Mal, als ich hier war, habe ich auch ironisch gesprochen und hat mir jemand zu Hause gesagt, du, ich weiß schon, du meinst es ironisch, aber es kommt nicht immer Ironie so an. Viele glauben, du meinst es ganz ernst. Jetzt muss ich ganz vorsichtig formulieren. Aber ich frage dich jetzt als Kabarettist, also der ja immer politisch auch das große Ganze natürlich im Blick hat und haben muss. Genau. Wie war die Frage? Die Frage war, was ist der Totalschaden der Demokratie für dich, Bruno? Ja, also du hast es ja selber in der Anmoderation schon gesagt, der Totalschaden ist also eine Übertreibung natürlich, eine Zuspitzung. Und man kann natürlich diesen sprachlichen Verfall, den wir da gerade gesehen haben, diese sprachliche Verrohung die in der Kommunikation, wie man untereinander miteinander umgeht, ja, auch beispielsweise im Internet mit diesen vielen anonymen Kommentaren auf irgendwelche Ereignisse, wo die Leute sich in irgendwelchen anonymen Identitäten verstecken, da kann man natürlich schon sagen, da ist ein gewisser Totalschaden zu beobachten. Aber auch auf Seiten der politischen Eliten, also ich sag mal, wenn ein Vizekanzler mit Wörtern wie Pack oder Ähnlichem hantiert, geht das für dich? Ja, also gerade weil du den Vizekanzler ansprichst, ja, bei dem habe ich schon manchmal den Eindruck, dass er nicht, sagen wir mal, dass ihm sein Hirn nicht immer die richtigen Ergebnisse liefert. Ja. Und vielleicht wäre da noch eine Kontrollinstanz möglich. Ja? Ich meine, wir haben gerade über die AfD gesprochen. Die AfD gilt als rechtspopulistisch. Ja? Eine rechtspopulistische Partei, die mit großen Vereinfachungen daherkommt, mit Simplifizierung, die uns verblöden will. Ja? Okay, aber umgekehrt frage ich mich, welcher Politiker einer anderen Partei behelligt uns mit differenzierten Botschaften? Zum Beispiel Gabriel, wenn er vergleicht sozial Schwache und ausspielt, also deutsche sozial Schwache ausspielt gegen Flüchtlinge, ja, dass er ein Sozialpaket schnüren will, damit deutsche sozial Schwache sich nicht benachteiligt fühlen gegenüber Flüchtlingen. Da frage ich mich, warum macht er das? Lotet er da schon die ersten Koalitionen mit der AfD aus? Warum wird so? Das ist für mich Rechtspopulismus, ja. Den entdecke ich nicht nur bei der AfD, den entdecke ich eben auch bei der SPD oder sogar bei der Linken. Wenn ich an die Sarah Wagenknecht denke und den Oscar Lafontaine, die fordern zum Beispiel Kontingente für Flüchtlinge. Ja? Der Seehofer in Bayern fordert Obergrenzen für Flüchtlinge. Jetzt werden Obergrenzen in Schweden eingeführt. Schweden wird rot-grün regiert. Also offensichtlich gibt es eine rot-grüne Obergrenze, bei der sich der Seehofer in Schweden durchgesetzt hat. Ja. Dann haben wir auf der anderen Seite, aber auch wenn er im rechtsreaktionären und hinterwäldlerischen Bayern eine Obergrenze fordert, dann ist es natürlich eine rassistische, eine rechtsradikale Obergrenze. Dann lese ich ein Interview im Spiegel, Oscar Lafontaine und Frau Wagenknecht interviewt zu Kontingenten für Flüchtlinge und beide vertreten Kontingente für Flüchtlinge. Da frage ich mich, wo ist der Unterschied zur Obergrenze? Dann fragt der weiter, der Journalist vom Spiegel, ja, also das klingt sehr nach Obergrenze und ist das nicht auch schon ein bisschen AfD-Rhetorik, wenn Sie Kontingente für Flüchtlinge fordern, Herr Lafontaine? Ist das nicht auch Rechtspopulismus? Und dann antwortet der Lafontaine im Spiegel, was er fordert, hat nichts mit Rechtspopulismus zu tun, was aber die AfD macht, das sei nun auf jeden Fall Volksverhetzung. Und da habe ich mir gedacht, das muss einem gesagt werden. Das meinte ich vorhin mit dieser verbalen Ausrüstung, die da stattgefunden hat. Aber diese These ist interessant. Und ich habe oft das Gefühl, das ist auch etwas, woran Menschen so zu knabbern haben. Und ich habe manchmal das ungute Gefühl, daher kommt dann auch mitunter, manchmal völlig daneben, aber manchmal auch berechtigterweise, dieses Gefühl, da wird man nicht richtig klar und sauber und objektiv informiert. Also es geht sozusagen nicht so sehr um die Botschaft, sondern die Frage, wer der Absender ist. Also oft, das Richtige wird oft falsch, wenn es der Falsche sagt. So könnte man es formulieren, ja. Und das Falsche wird richtig, wenn es der Richtige sagt. Ja. So kommt es mir vor. Also ich muss jetzt vielleicht nochmal hier kurz Klammer auf sagen, ich habe mit der AfD wirklich nichts am Hut. Ja. Ich finde die als Stofflieferant fürs Kabarett super. Danke, super Angebot. Ja, haben wir verstanden. Aber woher kommt das, Bruno?
War das immer schon so oder ist das eine neue Entwicklung? Ich glaube, die Politik arbeitet schon immer mit einfachen Botschaften. Ja? Wenn man sich die Wahlkämpfe anschaut, alle Politiker vereinfachen, kommen mit einfachen Botschaften. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, das sind Floskeln. Die Politik arbeitet mit einer emotionalen Rhetorik. Sie wollen ja die Leute emotional erwischen. Mhm. Wenn jetzt die AfD auf der gleichen Schiene die Wähler quasi erreichen will, natürlich sind die rechtspopulistisch, aber rechtspopulistisch sind sie vor allem damit und darum, weil sie eben auch die gleichen Wähler erreichen wollen, wie die, die vorher SPD, CDU, CSU gewählt haben, die AfD ja, glaube ich, Konsensparteien oder Kartellparteien nennt. Ja? Also gut, wenn die auf der gleichen Masche daherkommen, ja, dann sind die anderen beleidigt und sagen, das sind doch die Wähler, die wir bisher verarscht haben. Jetzt kommen die an und... verarschen sie besser. Ja. Ja. Schön. Ja. Das heißt, wir nähern uns langsam sozusagen dem... Lehren uns langsam dem Befund des Totalschadens. Ja? Das heißt, du bist als Politiker, der du ja eigentlich nichts anderes als das Wort hast. Also du hast die Macht des Wortes und du musst sehr sorgsam sozusagen mit diesem Instrument umgehen. Hast du das Gefühl, dass da verbal aufgerüstet wird, dass man auch ganz bewusst den Totalschaden dann in Kauf nimmt, einfach schlicht aus machttaktischen Überlegungen heraus? Also ich denke schon, dass also gerade im parteipolitischen Gezerre um Macht, sag ich jetzt mal, dass dort schon immer auch versucht wird, dem anderen möglichst großen Schaden zuzufügen zum eigenen Vorteil. Das ist schon feststellbar und da kennen Politiker auch keine Verwandten. Auch innerhalb den Parteien ist das so. Also wenn ich mir die CSU anschaue, wenn ich mir den Seehofer und den Söder und die Frau Aigner anschaue, wie die untereinander miteinander umgehen, da ist auch manchmal, denke ich mal, ich möchte da nicht dabei sein. Ja. Was ist denn dann, wenn jemand wie zum Beispiel der CSU-General, Herr Scheuer, wenn der dann sagt, wir müssen uns darüber im Klaren sein, ein ministrierender Nigerianer oder ich habe den Senegalese. Muss man genau sein, muss man sehr präzise sein. Den kannst du faktisch gar nicht mehr abschieben. Stimmt ja. Den kann man nicht abschieben. Aber die Empörung darüber war wahnsinnig groß. Ja, die Empörung war wahnsinnig groß und man hat ihn ja ins Hochdeutsche übersetzt. Jetzt muss man aber wissen, der Andreas Scheuer ist ein Niederbayer. Deshalb, glaube ich, kann ich schon die Diktion der Sprache ganz gut nachvollziehen. Man muss es eigentlich aus der niederbayerischen, aus dem niederbayerischen Idiom heraus begreifen. Er hat gesagt, wenn du, das ist sehr niederbayerisch, also wenn, jetzt pass auf, jetzt erklärt er das, wenn du einen senegalesischen Ministranten da hast, der obendrein nur Fußball spielt und 3 Jahre da ist, dann wirst du den nimmer abschirmen. So hat er es gemeint. Ja. Das heißt, er wollte eigentlich einen Zustand beschreiben, der den Status quo festschreibt. Der hat nicht, die Empörung war riesig, weil der im Subtext sozusagen verstanden wurde, den willst du abschieben. Na, er hat ja genau das Gegenteil gesagt. Ich glaube, er hat es ironisch gemeint. Jetzt bin ich, glaube ich, richtig. Ja. Er hat das gleiche Problem wie ich. Ja. Seid ihr sozusagen, aber auch da geht es auch da wieder um die Frage, wer ist der Absender? Weil das ist doch letzten Endes, ich habe da auch einen Moment innegehalten und dachte, das ist doch eigentlich eine richtige Zustandsbeschreibung. Und das will doch auch keiner. Also jemand, der sich sozusagen nachweislich integriert hat und sogar ministriert und Fußball spielt, ja, den willst du doch eigentlich gerne auch als vollwertiges Mitglied in dieser Gesellschaft haben. Wir brauchen Ministranten und wir brauchen Fußballspieler. So sieht's aus. Und manchmal sind sie Senegalesen. Ich glaube, er wollte den etwas komplexen vielleicht, wie man heute sagt, und Unterschied, die Differenz zwischen einer Rechtssituation, wenn jemand ein Asylgesuch gestellt hat in diesem Land, das abgelehnt wird und er müsste eigentlich abgeschoben werden, aber er ist 3 Jahre da, er ministriert, er ist katholisch, dann wirst du den nicht abschieben. Das heißt, aufgrund, obwohl er rechtlich kein Bleiberecht hat, rein juristisch, sagt der Scheuer, der bleibt da.
Da haben andere draus gemacht, ja, möchtest du abschieben? Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Andreas Scheuer den wirklich da haben möchte. Also da habe ich dann doch noch so einen kleinen Restzweifel im Hinterkopf sitzen. Und man hat schon auch das Gefühl, da wird natürlich auch mit dieser Angst vor dem anderen, vor dem Fremden, da wird natürlich auch gespielt und da wird auch gezündelt und da wird auch Politik gemacht. Ja, natürlich, weil die Politiker natürlich ganz genau wissen, da ist eine Stimmung, die wir aufgreifen können und die müssen wir für uns nutzbar machen. Es ist ja keiner, gerade wenn es um Wahlen geht und um Wählerstimmen, wirklich an Aufklärung des Wählers interessiert. Sie wollen ja nur gewählt werden. Ja? Und es ist ja relativ einfach. Du musst da nur ein Kreuzerl machen. Mehr ist es ja nicht. Naja. Man müsste eigentlich vorher eine Wahlprüfung einführen. Ja? Also man müsste, ich würde nicht alle wählen lassen. Das fällt mir gerade ein. Ehrlich? Ja, natürlich. Wenn ich mir die Leute so anschaue. Ne? Zum Beispiel die da in Dresden. Ja? Ich finde das gut. Wenn wir die, in Dresden die Leute mal beobachten und sagen, Mensch, lass mal den noch mal wählen. Zum Beispiel, das wäre eine Überlegung. Oder in München, wenn man mit der U-Bahn fährt, da schaue ich mir auch mal die Leute an und denke mir, boah, die dürfen alle wählen. Ja, ja. Wahnsinn. Aber warum denn nicht? Ja, weil es viele Trottel gibt. Man muss es einfach mal, es gibt einfach viele, ich würde eine Wahlprüfung einführen, bevor einer zur Wahl geht, würde ich sagen, pass mal auf, wie denkst du, was meinst du, wie sprichst du? Und dann würde ich entscheiden, na, du darfst wählen, du darfst nicht wählen. Ehrlich, ja. ich finde ja, wenn die sozusagen die Volksvertreter wählen, ja, und da sind diese ganzen Trottel dabei, von denen du gerade sprichst, ja, dann bedeutet das ja, dass im Bundestag sozusagen auch dieser repräsentative Querschnitt sitzt. Ich muss mich korrigieren. Also im Bundestag genauso wie ich muss mich korrigieren. Es gibt keine Trottel. Also Minderbegabte oder wie es gibt du welche, die haben Schwierigkeiten, die haben kein Glück beim Denken. So. Als jemand, der in Bayern lebt, erlebst du bayerische Politiker auch gerne mal wirklich dann aus der Nähe? Also kennst du Andreas Scheuer zum Beispiel, wenn der auch aus Passau ist? Ja, ich habe ihn mal kennengelernt, da war er noch nicht so weit aufgestiegen. Ich glaube, da war ein einfacher Bundestagsabgeordneter. Und das war, ich glaube, es war am Flughafen in Berlin. Und, also nicht an dem neuen. Also an dem, das dauert noch. Ja. Das dauert noch ein bisschen. Bis man sich da trifft. Aber es war am Gepäckband. Und die Gepäckbänder laufen am neuen Flughafen auch schon, habe ich gehört. Also die Koffer kommen schon an. Das ist richtig. Also, und der hat, da steht er neben mir und sagt, ich möchte mich vorstellen, ich bin hier Abgeordneter. Und dann habe ich gesagt, Sir, wer hat denn die gewählt? Ja? Wer hat denn dich gewählt? Entschuldigung, Übersetzung. Wer hat dich gewählt, habe ich gesagt. Wir haben die gewählt. Ist aber schöner eigentlich. Ja, absolut. Ist auch so dieses direkte Du dann wieder, dieses Niederbayerische. Wie hat er darauf reagiert? Ich glaube, er war etwas konsterniert, sagt man da. Ja. Aber er hat gelächelt. Ja. Der Bayer lächelt oft auch, wenn er konsterniert ist. Ja. Das lassen wir mal so stehen. Bruno. Ganz grundsätzlich und ganz zum Schluss dieser Totalschaden, bist du zuversichtlich, um jetzt nochmal ernsthafter zu werden, dass das behoben werden kann? Das ist, im Moment hast du das Gefühl, es wackelt alles gerade und es bebt. Was soll behoben werden? Der Totalschaden, den du beschrieben hast. Ach so, also der Totalschaden ist natürlich, jetzt muss ich nochmal sagen, eine satirische Übertreibung. Und ich glaube, es geht uns in diesem Land schon nicht so schlecht. Also auch wenn es für mich viel Stoff gibt und für die Kollegen aus der satirischen Branche sehr viele Möglichkeiten gibt, sich satirisch, ironisch zu äußern, aber warten wir es ab. Warten wir es ab. Ich finde auf jeden Fall das Gute und die Erkenntnis auch aus dem, was wir gerade besprochen haben, ist, Politik war eigentlich schon lange nicht mehr so spannend, wie es im Moment gerade ist, und das ist erstmal eine gute Nachricht für die Demokratie, finde ich ganz grundsätzlich. Herzlichen Dank, Bruno Jonas.